Willkommen zur nächsten Folge mit Single Let's Plays auf der Hof Bergmann. Jetzt fängt die stupide Arbeit erst so richtig an. Das Hühnergehege braucht Wasser. So, hier brauche ich eigentlich noch 2 Tage. Ja, gut. Hühnergehege braucht trotzdem ein bisschen Wasser. Anschließend können wir dann das Grasfeld und das Kleefeld für die nächste Ernte vorbereiten. Aber wir brauchen noch Heu im Kaninchengehege. Zwei Schubkarren. Na, wo ist denn unsere Schubkarre? Weg. Hier ist sie nicht. Ist hier auch nicht. Was ist der kleine Kippwagen? Ah, hier ist sie. Ah, hier hatten wir beim letzten Mal noch ein bisschen was Butter drin. So, wenn wir jetzt eh Heu holen gehen, nehmen wir schon mal eine Ladung Mist mit. Menü öffnen. Jetzt habe ich hier Tiermenü öffnen. Viehhandel. Hof. Ah. Ja. Es läppert sich. Thank you.
gerade überlegt, die Zeit lassen wir bis 6 Uhr doch ein bisschen schneller laufen. Damit wir die Hühner auch noch abgeben können. Das nächste, was wir jetzt machen, wäre eben, da wir die Grasfelder nicht säen und nicht walzen müssen, dass wir sie spritzen und düngen, ne? Das heißt, hier Feld 2 und Feld 13. Wie wir sehen, müssen wir sie spritzen. Aber wir waren noch heute Morgen noch gar nicht am Sägewerk. Heißt, wir fahren ihn hier zum Feld und dann gehen wir erstmal am Sägewerk gucken, was da noch zu machen ist. Der ist bald fertig. Hoppala. Sägewerk noch aufräumen. Ja, und dann haben wir Spritzen und Düngen für den Stream. Gesät werden muss ja noch nicht, oder? Nee. Weizen und Gerste ist erst im September. Und dann kann ich noch ein paar Folgen Holz machen. Kredite zurückbezahlen. Diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, habe
Durchsatz hier vom Sägewerk einiges reduziert. Quasi auf die Hälfte. Weil es mir einfach zu schnell war. Der Schlachter zum Beispiel ist mir viel zu langsam. Eins, zwei, drei. Ja, ich würde sagen, haben auch noch eine Verkaufspferd zusammen. Thank you.
2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 passen auf die erste Lage. Brauchen also erstmal mehr als 21 Stück, um zu gucken, was da so passt. Ja, das heißt, mal 5 lassen wir laufen, bis wir den hier verkauft haben, aber ich glaube, wir machen erst um 10 Uhr auf. Ne? Sägewerk, hier gehen die Porten 8 auf. Und hier beim Halbeisenmarkt erst um 9. Servus. Servus. Geflügel aktivieren. So, damit läuft die schon mal wieder. Haben wir hier noch Fisch rumstehen. Auch noch mal für knapp 2000. Sagt die Räucherkammer. Ah, ist noch 1 Liter geräucherter Fisch drin. Aber er hier ist voll. Okay, okay, okay. Fisch, 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 Fisch. Ellers Dorfladen. Parken wir jetzt hier doch noch nicht. Ellers Dorfladen ruft.
mir jetzt mal Gedanken darüber gemacht, über Rinderzucht. Bei der Rinderzucht ist es ja nur so, dass wenn wir die als richtige Rinderzucht betreiben, können wir nur eins tun, nämlich die Rinder theoretisch verkaufen. So. Auch um 9. Also um 9 haben wir gut zu tun. Dann können wir die Rinder ja quasi nur verkaufen. Also nur füttern und verkaufen. Denn der Schlachter, wenn wir hier Rindfleisch machen, der macht 24 Zyklen pro Monat. Das heißt, in meinem Fall 12 Zyklen. Ja, bleiben wir einfach bei pro Monat. Ne? Das Ganze ist eine geteilte Produktion. Das heißt, wenn ich da jetzt auch noch Schweinefleisch demnächst und Schaffleisch hinbringe, fällt das auf ein Viertel. Und mit einem Viertel sind wir dann bei 6 Rinder pro Monat. Und wir werden sehr viel mehr Rinder pro Monat haben, die verarbeitet werden müssen. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ansonsten bleibt ja nur der reine Verkauf. Ja, Revamp wäre jetzt schick. Dann könnte man nämlich hier oben das Baugrundstück kaufen und uns da diese Verarbeitung hinsetzen. Diesen Schlachter von Smitty, glaube ich, war das. Hier kommen nachher nochmal 112.000 rein. In der nächsten Folge. Und damit ist der nächste Kredit abbezahlt. Wir haben mittlerweile wieder fast 1,8 Millionen Kreditrahmen. Das ist schick, schick, schick. Aber wenn es dabei bleibt, dass wir hier dieses Grundstück hier kaufen, sind ja schon mal wieder 250.000 weg. Plus, da passen 300 Kühe rein. Das ist auch eine ganze Menge. Aber wir haben jetzt alles so weit vorbereitet, dass ich als nächstes, zumindest bis 9 Uhr hier, mal wieder Holz fällen kann. Damit das vor dem Stream noch ins Sägewerk kommt. Ich danke mal wieder fürs Reinschalten. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann und tschüss.